بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute inshallah ta'ala, meine lieben Geschwister, Surat At-Talaq abschließen. Wir wollen uns komplett von ihr trennen. Inshallah ta'ala. Und wir haben ja jetzt zwei Wochen über diese edle Sura gesprochen gehabt, die auch sehr, sehr viele wichtige Normen für das Zusammenleben von Mann und Frau beinhaltet und den Muslimen aufzeigt, wie sie sich zu verhalten haben, auch in einem Streitfall zwischen Mann und Frau. Und insbesondere den Mann dazu aufgefordert, die Grenzen Allahs einzuhalten und seiner Frau keinen Schaden zuzufügen, wenn er sich von ihr trennen lassen möchte und wenn er die Scheidung möchte. Und wir haben gesehen, dass diese Sura, subhanallah, immer wieder an eine Sache erinnert. Nämlich an was? Was ist das, woran die Sura immer wieder appelliert? An die Taqwa. Immer wieder. Und das finden wir an den unterschiedlichsten Stellen in dieser Sura. Und wir wollen inshallah ta'ala jetzt, nachdem wir diesen ersten Teil der Sura besprochen haben, man kann sagen, die erste Seite dieser Sura, fast die erste Seite dieser Sura, wollen wir inshallah ta'ala jetzt eingehen auf den letzten Part dieser Sura, und zwar ab dem Vers Nummer 4. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt im Vers davor, dass wir das auch nochmal inshallah ta'ala vor Augen haben, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Das ist noch der letzte Teil vom zweiten Vers. Und wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg geben, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, und gewährt ihm Versorgung, von wo er damit nicht rechnet, وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Inna Allaha baligh amri. Allah wird gewiss die Durchführung seiner Angelegenheit erreichen. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Allah legt ja für alles ein Maß fest. Bis dahin sind wir gekommen. Vielleicht hier nochmal interessant, dieser letzte Satz dieser zweiten oder dritten Ayah. Und zwar Allah Ta'ala sagt, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Allah legt ja für alles ein Maß fest. Dieser Zusatz ist nochmal sehr, sehr wichtig, gerade für das Thema der Sura. Und zwar das Thema der Beziehung zwischen Mann und Frau. Kein Mensch weiß, wann er heiraten wird. Und kein Mensch weiß, wenn er geheiratet hat, ob diese Ehe immer halten wird oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist alles am Ende eine Form von Qadar, eine Form von Bestimmung. Und als Muslim, der vielleicht jetzt in seiner Ehe eine schlechte Erfahrung gemacht hat, sollte auch in diesem Fall genau das verinnerlichen. Dass alles von Allah Ta'ala vorherbestimmt ist. Egal, ob es das Gute ist oder ob es das Schlechte ist. Am Ende weiß ich nämlich nicht, was gut für mich ist oder nicht. Ich weiß nur eine Sache. Die Dinge, die ich tue, sind bei Allah festgelegt und von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt worden. Und Allah ta'ala, er begründet das auch, warum. In Surat Al-Hadid sagt Allah ta'ala, jetzt fällt mir gerade die Ayah nicht ein, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ, damit ihr nicht verzweifelt wegen dessen, was euch entgangen ist. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ, und euch nicht übermäßig freut über das, was er euch gegeben hat. Ich als Muslim kann mit jeder Situation umgehen. Egal, ob es eine gute ist oder ob es eine schlechte ist. Und ich weiß, dass wenn ich in solch eine Situation geraten sollte, wo ich mich vielleicht mit meiner Frau nicht verstehe oder mit meinem Mann nicht verstehe, dass das nicht das Ende ist. Und dass das so von Allah subhanahu wa ta'ala vorgesehen war. Ich sollte daraus lernen. Habe ich vielleicht bei der Auswahl des Ehepartners einen Fehler gemacht? Habe ich vielleicht nicht auf die richtigen Dinge geachtet? Dann lerne ich daraus und versuche dann,
bei meinem nächsten Partner genau darauf zu achten. Also ich schaue nach vorne, nicht nach hinten. Zweitens, habe ich vielleicht wirklich alles richtig gemacht und auf alles geachtet, was uns der Islam beigebracht hat? Dann ist es eine Form von Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass genau dieser Mensch, mit dem ich zusammengekommen bin, jemand ist, mit dem ich nicht verstanden habe, aus welchem Grund auch immer. Weil es kann sein, dass zwei Menschen praktizierend sind, aber sich trotzdem nicht verstehen. Weil die Chemie einfach nicht stimmt zwischen den Menschen. Hat mir letztes Mal auch angesprochen gehabt. Und dann sehe ich es als eine Form von Prüfung an und versuche, diese Prüfung in bester Weise zu bestehen. Und versuche, diese Prüfung in bester Weise zu bestehen, indem ich nämlich dann auch in diesem Streitfall und in diesem Fall, wo ich mich mit diesem Menschen nicht verstehe, versuche, die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala so gut wie möglich umzusetzen. Und sage, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, und schaue nach vorne. Also in jedem Fall liegt etwas Gutes darin. Und in jedem Fall kann ich daraus etwas lernen. Und es ist nie das Ende, sondern es geht immer weiter im Leben. Es ist einfach so von Allah subhanahu wa ta'ala für mich vorherbestimmt gewesen. Es ist vielleicht nicht die Form von Rizq, die Allah für mich vorgesehen hat. Allah ta'ala, er hat jedem Menschen eine Form von Rizq gegeben, eine Form von Versorgung. Manche Menschen, subhanallah, haben viel Vermögen. Andere Menschen haben Glück in ihrer Ehe. Allah ta'ala, er hat ihnen eine wunderbare Ehepartner, eine wunderbare Ehepartnerin gegeben, die sie über alles lieben, mit der sie harmonisch zusammenleben und gar keine Probleme haben. Ich habe einmal einen Bruder kennengelernt, der meinte, ich habe mich noch nie, schon weiß ich wie viele Jahre verheiratet, noch nie mit meiner Frau gestritten. Ja, mashallah. Samna ala asam. Also alles funktioniert. Noch nie, nicht einmal war ich auf meine Frau sauer gewesen. Mashallah. Ja, unglaublich. Ja? Gibt es auch. Ja? Sein Rizq, subhanallah, ta'ala, hat ihm was? Diesen Rizq gegeben. Jemand anderes hat eine gute Gesundheit. Ja? Jemand viertes hat, weiß ich nicht, Baraka in seinem Beruf. Wie auch immer. Es gibt verschiedene Formen von Rizq. Aber seid euch sicher, genauso wie Allah ta'ala einem Menschen Rizq gibt auf der einen Seite, prüft er auf der anderen Seite den Menschen dann auch. In unterschiedlicher Form. Entweder prüft er dich genau mit diesem Rizq, um zu schauen, ob du dankbar bist. Oder er prüft dich, indem er etwas von dir nimmt. Um zu schauen, ob du geduldig bist. Und ob du auch in dieser schwierigen Phase die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala einhältst und sie nicht überschreitest. Ist die Akustik in Ordnung? Okay, hört sich da gerade nicht so aus. Okay, alhamdulillah. Das ist der Abschluss dieses wichtigen Abschnitts. Und jetzt geht Allah subhanahu wa ta'ala in der nächsten Ayah auf weitere wichtige Ahkam, Scharia-Normen ein, welche die Wartezeit, die Iddezeit auf Arabisch, die Iddezeit einer Frau betreffen. Und zwar kann es ja Frauen geben, welche nicht mehr ihre Tage bekommen, keine Menstruation haben. Und genau hierüber spricht Allah subhanahu wa ta'ala jetzt in der kommenden Ayah. Und Allah ta'ala, er sagt, in der Ayah Nummer 4, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ يَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Also, es gibt jetzt natürlich viele Ahkam, die man in den Fiqh-Büchern findet diesbezüglich, auf die werden wir jetzt nicht alle eingehen. Wir werden das allgemein erklären. Die wichtigsten sozusagen Lehren, die wir daraus ziehen können. Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, was macht eine Frau, welche keine Menstruation mehr hat. Entweder, weil sie zu alt ist, als Beispiel. Kriegt keine Menstruation mehr. Oder sie hat, weiß ich nicht, eine OP gehabt und bekommt ihre Tage nicht mehr. Was sollen sie tun? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Also sie müssen dann nicht ewig warten, sondern sie warten einfach 3 Monate. فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Oder die keine Monatsblutung haben. Die Gelehrten erwähnen jetzt hier, es kann eine junge Frau sein, die noch nicht ihre Tage hat, aber verheiratet war. Wie geht das? Und zwar ist es so, dass die Scharia festgelegt hat, oder was heißt die Scharia festgelegt, dass die Voraussetzung dafür, dass eine Frau heiraten kann, die ist, dass sie in der Lage ist zu heiraten. Und das kann sich von Ort zu Ort unterscheiden. Das kann sich von Zeit zu Zeit unterscheiden. Es gibt also nicht ein konkretes Alter, sondern sie muss in der Lage sein. Auch wenn viele der Gelehrte gesagt haben, mindestens 9 Jahre, das könnte man sagen, so jung, ist das
ist überhaupt möglich, wie geht das? Wir gehen gleich darauf ein, inshallah ta'ala. Ja? Aber mindestens 9 Jahre, ja? Und alles darüber hinaus, wenn sie in der Lage ist, überhaupt zu heiraten. Jetzt kann man sagen, wie kann ein Mädchen mit 9 Jahren noch heiraten? Wie geht das? Wir wissen, unsere Mutter Aisha, radiallahu anha, sie hat im Alter von 9 Jahren geheiratet. Viele verstehen das heutzutage nicht. Wie geht das? Ein so junges Mädchen heiratet. Wir dürfen eine Sache nicht machen. Das machen viele. Den Fehler, dass wir unsere heutige Kultur, unsere heutige Lebensweise zu versuchen, zu übertragen auf alle anderen Kulturen und auf alle anderen Zeiten. Das funktioniert nicht. Ich würde einfach mal sogar die Behauptung aufstellen, dass unsere heutige Lebensweise im Vergleich zu den letzten Tausenden von Jahren der Menschheitsgeschichte eher die außergewöhnliche ist und nicht umgekehrt. Wir denken, dass unsere Lebensweise heutzutage der Maßstab ist. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Die letzten Jahrtausende haben wahrscheinlich die Menschen komplett anders gelebt, als wir es heutzutage tun. Jetzt könnte jemand sagen, okay, aber es ist noch keine Antwort auf meine Frage, wie es sein kann, dass ein Mädchen mit 9 Jahren heiratet. Wie geht das? Und hier ist es ganz wichtig zu wissen, die Kulturen unterscheiden sich sehr, sehr stark. Und wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass Mädchen und auch Jungen, nicht nur Mädchen, auch Jungen sehr, sehr früh geheiratet haben. Sehr, sehr früh geheiratet haben. Und zwar nicht nur bei den Arabern, sondern in fast allen Gesellschaften. Auch in der europäischen Geschichte haben Prinzessinnen, weiß ich nicht was, mit 11, 12 Jahren geheiratet. Das ist was ganz Normales gewesen. Ist nichts Außergewöhnliches gewesen. Ich habe in Ägypten gelebt, bei einer Familie, da hat die Frau mit 11 Jahren geheiratet. Das war ganz normal gewesen. Also jetzt hier in unserer Zeit, ja. Sie ist schon verstorben, oder Hammer, ja, aber sie hat mit 11 Jahren geheiratet. Ganz normal, er war irgendwie 13, 14 Jahre alt gewesen, als er geheiratet. Ja, die haben im Dorf gelebt, das ist so. Und hier müssen wir natürlich noch etwas anderes Wichtiges hinzufügen. Also Imam Shafi'i berichtet, er hat eine Frau kennengelernt von einem arabischen Stamm, die schon mit 21 Großmutter gewesen ist. Die ist mit 21 Großmutter gewesen. Also wir müssen davon ausgehen, dass das zur damaligen Zeit etwas ganz Natürliches gewesen ist. Und wir müssen uns auch losmachen, von was? Von der Vorstellung von Ehe, die wir heutzutage haben. Die Ehe in vielen Gesellschaften diente einem Zweck. Und zwar, was war der Zweck gewesen? Die Bewahrung der Nachkommenschaft. Könnt man nachlesen, was die im Mittelalter die Lebenserwartung der Menschen gewesen ist, der meisten Menschen. Wie hoch war die Lebenserwartung gewesen? Wie alt sind die meisten Menschen geworden im Durchschnitt im Mittelalter? 35 bis 40. Das heißt, stell dir mal vor, 35 bis 40. Und du fängst erst mit 25 an, eine Familie zu gründen. Funktioniert das? Kann nicht funktionieren. Das heißt, wenn wir all diese Faktoren betrachten, dann sehen wir, ah, der Islam ist nicht eine Religion nur für unsere heutige Zeit gekommen, sondern ist für alle Zeiten da. Heißt das im Umkehrschluss, dass ich heute ein Mädchen mit 9 Jahren verheiraten muss? Dass ich das machen muss? Nein. Würde auch gar nicht gehen. Warum? Weil kulturell sich die Menschen so verändert haben, ja, dass das überhaupt nicht mehr funktionieren kann, zumindest nicht in unserem Breitengrad. Zumindest nicht in unserem Breitengrad. Und dementsprechend ist es kein Muss. Es muss sein. Aber es ist was? Es ist ein Kann. Das ist ein großer Unterschied. Und je nach Gesellschaft muss die Gesellschaft selbst für sich entscheiden, was gut für ihre Kinder ist und was schlecht für ihre Kinder ist. Gibt es nicht den Maßstab, der sagt, ihr müsst es ja so machen oder ihr müsst es so machen, weiß ich, es müssen 13 Jahre sein, 14 Jahre, 18 Jahre alt sein. Nein. Auch in dieser Gesellschaft ist es so. Man darf zwar erst mit 18 heiraten, aber man darf ohne Probleme Sinne machen. Das ist kein Problem. Und deswegen, ich meine, wenn wir mal in die Schulen schauen, jetzt geht ja, viele von euch gehen in die Schule, teilweise schon in der 6. Klasse haben die ersten Erfahrungen mit einem Freund. In der 6. Klasse. Ja? Manchmal sogar früher. Ja? Die haben dann schon die ersten Erfahrungen sozusagen, sexuellen Erfahrungen. Ja? Und das wird als ganz normal angesehen. Im Gegenteil, man klärt sogar die Kinder auf. Ja, man sagt, ihr müsst das dann so machen, ihr müsst das so machen. Ist doch so, oder? Das ist jetzt nicht eine Sache, die ich mir ausdenke. Ja, das wissen wir. Ja, es gibt Sexualkunde schon in der 3. oder 4. Klasse, glaube ich. Ja, damit sozusagen die Kinder darüber aufgeklärt werden, ja, wie man, wenn man es macht, dann richtig macht. Und da sehen wir, ah, es geht gar nicht so sehr um diesen sexuellen Akt, sondern es geht vielmehr um das Thema Ehe. Das Thema Ehe ist eher ein Problem und nicht der sexuelle Akt an sich. Ja, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier verstehen müssen. Also, es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, Kinder sollten minderjährig heiraten. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass der Islam eine Religion ist, die Alhamdulillah, ja, für alle Menschen da ist, zu jeder Zeit. Und dementsprechend zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi war so etwas ganz üblich gewesen. Ja, und nicht nur bei den Muslimen, ja, überall auf der Welt. Ja. Und der Koran hat lediglich hier bestimmte Dinge festgelegt. Tamam, machen wir weiter, inshallah ta'ala. Und dann heißt es,
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Ah, also eine schwangere Frau, wann endet ihre Wartezeit? Nicht erst nach 3 Monaten, sondern je nachdem, wann sie entbindet. Das heißt, sollte sich jemand von ihr wenige Tage vor ihrer Entbindung scheiden und den Talak aussprechen, dann könnte sie direkt danach, nachdem sie entbunden hat, wieder heiraten. Es gibt sogar einen Hadith, wo eine Frau, ja, dann wenige Tage sozusagen, sie war hochschwanger gewesen, ihr Mann hat ihren Talak ausgesprochen, ja, und dann hat sie sich schon schön gemacht, dann hat sich einer darüber aufgeregt, wie kannst du dich schön machen? Ja, meine Ältere ist vorbei. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihr Recht gegeben. Aus diesem Hadith können wir einige Ahkam entnehmen, und zwar unter anderem, wie damals die Ehe gesehen wurde. Das waren meistens in Stammesgesellschaften arrangierte Ehen. Ich meine, eine Frau, die gerade erst sich geschieden hat von ihrem Mann, ja, wenige Tage später macht sie sich schön, um die nächsten zu heiraten. Denk mal so, wo ist die Liebe, wo sind die ganzen Sachen? War eine arrangierte Ehe gewesen, ja, oder sie ist nicht klargekommen mit ihrem Ehemann und hat dementsprechend direkt dann sich schön gemacht, um dann den nächsten Ehemann zu heiraten. Ja, und das deutet darauf hin, dass die Wartezeit einer Frau, die schwanger ist, das Ende ihrer Schwangerschaft ist. Das heißt dann, wenn sie entbindet. Unabhängig davon, ob dadurch die Wartezeit länger wird oder kürzer wird. Länger wird oder kürzer wird. Und dann, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt hat, sagt er wieder dieser Appell an unser Gewissen. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Ah, schon wieder. Immer wieder die Taqwa. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Wallahi, ja, wenn wir diesen Weg der Taqwa gehen, dann wird uns Allah subhanahu wa ta'ala in all unseren Angelegenheiten an die Hand nehmen und uns Dinge ermöglichen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wir glauben manchmal, dass wenn wir das selbst in die Hand nehmen, indem wir, gerade wenn es um Streitigkeiten mit dem Ehemann geht oder mit der Familie, dass wenn wir das selbst in die Hand nehmen und versuchen, uns an dieser Person zu rächen, dass wir dadurch unsere Ziele erreichen. Damit erreichst du gar nichts. Du erreichst etwas, indem du die Gebote Allahs befolgst. Indem du an der Taqwa festhältst. Dann wird dir Allah subhanahu wa ta'ala die Dinge erleichtern. Versuchst du aber einen anderen Weg zu gehen, dann wird genau das Gegenteil geschehen von dem, was du eigentlich möchtest. Und das gilt in allen Bereichen des Lebens. Das gilt in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Das gilt aber auch beispielsweise beim Erwerb, wenn ich beispielsweise versuche, Geld zu verdienen. Viele versuchen das auf einem Weg, der haram ist und denken, dadurch gelangen sie schneller an ihr Ziel. Nur das Problem ist, sie verstehen nicht, dass ihnen dadurch die Dinge nur erschwert werden und dass Allah subhanahu wa ta'ala aus dem, was sie verdienen, den Segen zieht. Das heißt, der Baraka-Effekt ist nicht mehr vorhanden. Und ihnen werden ihre Dinge erschwert und sie denken, ah, ich habe jetzt mein Ziel schneller erreicht, obwohl sie es überhaupt nicht schneller erreicht haben. Weil das, was sie verdienen werden, steht schon fest, bevor sie überhaupt erschaffen worden sind. Und wenn ich etwas erreichen möchte, auch im finanziellen Sinne, dann sollte ich es immer tun im Einklang mit den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala. Weil nur so erreiche ich den Segen in meiner Versorgung. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der nächsten Aya, ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Das ist Allahs Anordnung, die er zu euch als Offenbarung herabgesandt hat. Das sind nicht Dinge, die ich mir aussuchen kann oder ablehnen kann, weil ich möchte. Nein, das sind klare Regeln, die feststehen. Und ich muss mich als Muslim daran halten, auch in einer Streitsituation. Ich kann nicht so tun, als wenn ich nur dann Muslim bin, wenn ich den Islam oder wenn es um etwas Positives geht, wenn es um mein Gebet geht, wenn es, weiß ich nicht, um Angelegenheiten geht, die für mich leicht sind und schön sind. Nein, auch in schwierigen Angelegenheiten habe ich die Aufgabe, die Gebote Allahs zu befolgen. Ich darf nicht den Fehler machen, dass ich zu jemandem werde, der Allah nur dient, wenn es ihm gut geht. Aber sobald es ihm schlecht geht, wendet er sich von Allah subhanahu wa ta'ala ab. Was soll das? Du bist auch Muslim in einer Streitsituation. Du bist auch Muslim in einem Konflikt und du musst auch in diesem Konflikt die Gebote Allahs befolgen. Und kannst nicht sagen, nein, das interessiert mich jetzt nicht, ich mache jetzt die Sache so, wie es mir gefällt. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Und jetzt wieder, guck mal, wie oft
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Und wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine bösen Taten und dem gewährt er großartigen Lohn. Schaut mal, wie schmackhaft uns Allah diese Sache macht. Und warum wiederholt Allah Ta'ala so oft? Weil die meisten Menschen nämlich gerade bei solchen Prüfungen scheitern. Die meisten Menschen, wenn sie anfangen zu streiten, überschreiten sie die Grenzen und sind nicht mehr bereit, sich an die Gebote Allahs zu halten. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal den Muslim zu Gottesfurcht aufgefordert hat und ihm aufgezeigt hat, welchen Lohn er bei Allah subhanahu wa ta'ala dafür bekommt und dass es sich am Ende um eine Prüfung handelt, mit der er dafür sorgen kann, dass all seine Sünden getilgt werden, geht Allah ta'ala auf weitere Ahkam ein, auf einige weitere Normen ein, wo es um die Rechte der Frau geht bei einer Scheidung. Also wir sehen, in dieser Sura werden im Grunde genommen die Männer angesprochen, ihre Frauen richtig zu behandeln und gut zu behandeln und ihnen ihre Rechte zu geben. Allah ta'ala, er sagt, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجِدِكُمْ. Lasst sie dort wohnen, wo ihr selbst wohnt, von dem, was ihr euch leisten könnt. Wie wir es schon letztes Mal gesagt haben, die Frau hat während der Wartezeit das Recht und eigentlich auch die Pflicht, dann in der ehelichen Wohnung zu verbleiben. Der Mann darf sie nicht einfach rausschmeißen, außer sie begeht was? Was sie begeht? Eine Schandtat. Wie wir es in der ersten Ayah erwähnt haben. Und jetzt zeigt Allah subhanahu wa ta'ala auf, wo diese Frau jetzt leben sollte. Und zwar zeigt er auf, sie soll dort leben, wo ihr selbst wohnt. Nicht irgendwie in einer Abstellkammer oder weiß ich nicht, sondern dort, wo ihr selbst wohnt. Auf demselben Niveau von dem, was ihr euch leisten könnt. Also weder mehr noch weniger. Allah subhanahu wa ta'ala, er berücksichtigt hier die finanzielle Möglichkeit des Mannes. Und dann fügt Allah hinzu, وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ, und fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie in die Enge zu treiben. Oh, wisst ihr, wie oft so etwas passiert bei Scheidung? Wisst ihr, wie viele Männer ich kenne, die ihre Frau einfach so lassen, als ein Anhängsel, und ihr drohen und sagen, du kannst machen, was du willst, du kannst dich auf den Kopf stellen. Wenn du mir nicht das gibst, was ich möchte, werde ich dich niemals scheiden. Und gerade hier in Deutschland gibt es kein islamisches Gericht, kein Scharia-Richter, und die Frau weiß nicht, was sie tun soll. Manche Frauen sind dann jahrelang in einem Zustand, wo sie weder verheiratet sind, noch geschieden sind. Wollen heiraten, wollen endlich von diesem Mann los, aber können nicht. Und der Mann sagt es mir, kannst machen, was du willst. Und häufig sind auch den Moscheegemeinden hierbei die Hände gebunden. Weil manche, und das ist auch nochmal ganz wichtig, gehen einfach zu irgendeiner Person. Nicht in die Moschee, wo dann vielleicht die Moschee auch helfen kann, wo die Moschee verantwortlich ist für diesen Ehevertrag, sondern sie gehen zu irgendeinem, der für sie die Ehe schließt. Und wenn es dann zu einem Problem kommt, was passiert dann? Dann sagt er, tut mir leid, ich kann nicht helfen. Und dann suchen sie nach irgendeinem Imam, der ihnen helfen kann. Aber häufig ist das sehr, sehr schwierig. Das ist eine Problematik, für die wir als Community, als muslimische Community, Lösungen finden müssen. Und Alhamdulillah, wir sind auf einem guten Weg und es gibt auch gute Überlegungen diesbezüglich, Eheverträge festzulegen, in denen auch die Rechte der Frauen festgehalten werden und die Frauen dann auch die Möglichkeit bekommen, sich in einem Konfliktfall, wenn sie sich scheiden lassen möchten, aber der Mann sich dagegen stellt, die Möglichkeit haben, dann auch sich scheiden zu lassen. Ja, es gibt gerade Alhamdulillah eine Gruppe von Imamen, die daran arbeitet. Ich hoffe auch, dass das bald inshallah ta'ala dann offiziell wird. Natürlich ist das immer noch eine religiöse Ehe, es ist keine standesamtliche Ehe, das muss man auch wissen. Ja? Aber es ist zumindest dann eine Möglichkeit, um hier dann einen Paragraphen einzufügen in den Ehevertrag, der es der Frau ermöglicht, dass sie dann auch in solch einem Fall sich dann eine Moschee wenden kann und dann der Imam der Moschee dann diese Scheidung für sie durchführt. Aber wie gesagt, daran wird noch gearbeitet, es gibt schon einige, die das machen. Es gibt auch einige Überlegungen, aber wie gesagt, es ist noch nicht wirklich verbreitet und es gibt da leider immer noch sehr, sehr viele Probleme, an denen wir diesbezüglich arbeiten müssen als Muslime. Und fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie in die Enge zu treiben. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Und wenn sie schwanger sind, dann gebt für sie das Nötige aus,
bis sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Das heißt, der Mann, er ist auch in dieser Zeit unterhaltspflichtig gegenüber seiner Frau. Er muss den Unterhalt zahlen für seine Frau, die mit seinem Kind schwanger ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ. Wenn sie für euch das Kind stillen, dann gibt ihnen ihren Lohn. Ganz wichtig. Theoretisch ist die Frau nicht verpflichtet, dieses Kind zu stillen. Es war damals üblich gewesen bei den Arabern, dass es auch Stillammen gibt, die man dann Geld zahlt und die dann dieses Kind stillen. Und in einem Streitfall kann es sein, dass dann die Frau sagt, ja, vielleicht ist das für uns heute etwas befremdlich, aber damals war das durchaus vorhanden gewesen, dass sie sagt, okay, du hast dich jetzt sozusagen von mir geschieden, ja, ich trage dein Kind in meinem Bauch, dann such mal nach jemandem, der dann dein Kind stillt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt dann, okay, derjenige, der das Kind stillen sollte, ist erst einmal die Mutter. Und wenn sie es stillt, dann muss der Vater ihr dafür was geben? Muss der Vater ihr dafür einen Lohn geben. Sollten sie sich nicht einigen können und sollte die Frau sich weiterhin verweigern, das Kind zu stillen, dann muss, wie es Allah subhanahu wa ta'ala ganz am Ende der Ehe gesagt hat, eine andere Stillamme für dieses Kind finden, welches dann das Kind stillt. Wenn ihr aber einander Schwierigkeiten bereitet, dann wird das Kind für eine andere stillen. Dann wird das Kind für ihn eine andere stillen. Dann muss das jemand anderes übernehmen. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt vorher, bevor er sagt, dass eine andere dann stillen soll, sagt er, وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Und beratet untereinander darüber in rechtlicher Weise. Was heißt das? Allah subhanahu wa ta'ala, er will, dass Vater und Mutter, wenn es zu einer Scheidung kommt, Mann und Ehefrau, wenn sie sich trennen sollten, sie bleiben immer noch Vater und Mutter. Das ist ganz wichtig. Viele nehmen ihre Probleme mit in diese Vater-Mutter-Kind-Beziehung, nachdem sie geschieden sind. Und sie versuchen über die Kinder hinweg, sich am anderen Ehepartner zu rächen. Das passiert immer wieder. Sehr verbreitet. Und wer leidet darunter? Wer leidet darunter? Immer die Kinder. Die Leidtragenden sind die Kinder. Man denkt, man tut was Gutes. Dein böser Vater! Ich will nicht, dass du ihn siehst. Und die Mutter redet die ganze Zeit schlecht über den Vater. Was ist das für ein Trottel? Was ist das? Der kümmert sich nicht. Die Kinder wachsen damit auf. Und dann entwickeln was gegenüber dem Vater? Eine Art Hass. Umgekehrt genauso. Was ist das für eine Mutter? Guck mal, wie du heute wieder aussiehst. Ich habe sie schon immer gehasst. Alles vor den Kindern. Der eine macht den anderen schlecht vor den Kindern. Und die Kinder wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Weil die Kinder, sie lieben am Ende Baba und Mama. Die Kinder wollen nicht, dass Streit ist. Und deswegen Allah Ta'ala, er sagt, وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Versucht eine Lösung zu finden. Macht das nicht auf den Rücken der Kinder. Eure Probleme sind eure Probleme. Khalas, ihr seid getrennt. Jetzt geht es um was? Jetzt geht es um eure Kinder und das Wohl der Kinder. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Immer im Guten. Und wenn es gar nicht geht, Khalas, dann soll eine andere für die Kinder stehen. Und das ist eine indirekte Kritik an der Frau, die nicht bereit ist, ihr eigenes Kind zu stillen. Das ist eine indirekte Kritik an der Frau, die nicht bereit ist, ihr eigenes Kind zu stillen. Weil keiner kann sich so um sein Kind kümmern wie die eigene Mutter. Keine Muttermilch ist so wie die Muttermilch der eigenen Mutter. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt dir auf, ah, egal was ist, am Ende bleibst du die Mutter. Und du solltest dich um dein Kind kümmern. Schau mal, wie der Islam möchte, dass die Muslime, subhanallah, sich nicht streiten, auch Familien sich nicht streiten, dass man sich immer um das Wohl der Kinder kümmert. Und dann schließen wir diesen Abschnitt noch ab. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ. Der Wohlhabende soll entsprechend seinem Wohlstand die Aufwendungen ausgeben. Hast du übersprungen im letzten Teil? Was? Du bist eine Zeile verrutscht. Nein, bin ich nicht. Ja, das habe ich schon gesagt, das habe ich schon vorhin vorweggenommen. Ja. Wenn ihr aber einander Schwierigkeiten bereitet, dann wird das Kind für ihn eine andere stillen. Ich habe es auf Arabisch nicht gesagt. Und dann, der Wohlhabende soll entsprechend seinem Wohlstand die Aufwendungen ausgeben. Also, der Unterhalt für die Frau und das Kind ist entsprechend was?
der Möglichkeit, die der Mann hat. Wenn er, Alhamdulillah, gut verdient, dann soll er sich dementsprechend auch gut um seine Frau, die von der er sich geschieden hat, in der Wartezeit und um sein Kind kümmern. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Und wem seine Versorgung bemessen zugeteilt wurde, wer wenig hat, der soll eben von dem ausgeben, was Allah ihm gegeben hat. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Allah erlegt keiner Seele mehr auf als das, was er ihr gegeben hat. Kannst du so viel tragen, wie Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Aber trotzdem, hier verlangt Allah ta'ala was, dass man als Mann, selbst wenn man sich von seiner Frau geschieden hat, immer was sein sollte? Immer Karim. Immer so viel, wie man kann. Behandle deine Frau in bester Weise, selbst wenn du dich von ihr geschieden hast. Khairukum, khairukum li ahli. Der Beste unter euch ist der Beste für seine Familie. Wa ana khairukum li ahli. Und ich bin der Beste für meine Familie. Der beste Karam ist der gegenüber meiner eigenen Familie. Sei nicht geizig, Bruder. Ja? Auch wenn du mit deiner Frau vielleicht einen Streit hast und ihr sogar getrennte Wege gehen solltet, sei nicht geizig. Sei immer du derjenige, der mit gutem Beispiel vorangeht. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah wird nach Schwierigkeit Erleichterung schaffen. Damit schließt Allah subhanahu wa ta'ala was ab? Damit schließt Allah ta'ala den Abschnitt ab über die Ahkam, über die Normen, die gelten zwischen Mann und Frau bei einer Scheidung. Das heißt, egal wie schlimm der Streit gewesen ist, egal wie schlimm die Scheidung gewesen ist, am Ende wird Allah subhanahu wa ta'ala nach einer Erschwernis immer was bringen? Auch eine Erleichterung. Und das gilt immer. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Wahrlich, mit der Erschwernis geht Erleichterung einher. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Wahrlich, mit der Erschwernis geht Erleichterung einher. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Machen wir weiter, inshallah, um die Sura abzuschließen. Kommen wir jetzt zum letzten Teil der Sura, wo Allah subhanahu wa ta'ala jetzt überhaupt nicht mehr über Scharia-Normen spricht, welche die Scheidung betreffen, sondern nur noch jetzt auf andere Dinge eingeht, welche an unser Gewissen appellieren. Und zwar sagt Allah ta'ala, und er beginnt diesen letzten Abschnitt mit folgenden Worten. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَاتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Und wie viele Städte lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn und seiner Gesandten auf, worauf wir sie einer strengen Abrechnung unterzogen und mit entsetzlicher Strafe straften. Allah subhanahu wa ta'ala hat immer wieder in dem vorherigen Ayat an unser Gewissen appelliert. Gesagt, fürchtet Allah. Wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg geben. Dem wird er seine Angelegenheiten erleichtern. Dem wird dann sich eine Tür öffnen für ihn. Allah wird ihn ausreichen. Und jetzt kommt am Ende der Sura was? Eine Warnung. Eine sehr, sehr harte Warnung. Man könnte sich fragen, warum eine so harte Warnung? Und zwar spricht Allah Ta'ala jetzt was über Städte, die vernichtet wurden von Allah subhanahu wa ta'ala. Gesellschaften, welche bestraft wurden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ta'ala benutzt das Wort waka'ayyin. Dieses Wort waka'ayyin bedeutet eigentlich wie viel. Dieses ka'ayyin heißt eigentlich im Arabisch was? Wie viel. Also es geht nicht nur um eine Anzahl, sondern es geht um eine große Anzahl. Es zeigt auf, viele Städte, viele Gesellschaften waren dem Untergang geweiht, weil sie sich nicht an die Gebote Allahs gehalten haben. Trotzdem könnte man sich fragen, warum wird das gerade in diesem Zusammenhang so hervorgehoben? Der letzte Abschnitt spricht jetzt nur noch darüber, wie Menschen bestraft wurden, aber auch gleichzeitig, wie Menschen, die sich an die Gebote Allahs halten, belohnt werden. Warum? Weil die Familie die kleinste Einheit einer Gesellschaft ist. Willst du eine Gesellschaft zerstören, was musst du tun? Zerstöre die Familie. Wenn du eine Gesellschaft kaputt machen möchtest, macht die Familie kaputt. Und deswegen gibt es auch heute, in unserer heutigen Zeit, so viele Menschen, auch Nicht-Muslime, selbst auch Menschen, die nicht religiös sind, welche aufstehen gegen diese ganze Gender-Bewegung, die wir haben. Aber was ist das Problem mit der Gender-Bewegung? Das Problem ist nicht, hier geht es nicht um Fragen wie Liebe oder Nicht-Liebe, darf ein Mann lieben oder nicht. Das ist nicht das, worum es geht. Das Problem ist, es wird die traditionelle Familie, wie wir sie kennen, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, sie wird in Frage gestellt. Und es wird ihr etwas gleichgestellt, was nicht gleich sein kann.
Beziehungen, von denen die Gesellschaft keinen Nutzen haben kann, wie beispielsweise eine Beziehung zwischen einem Mann und einem Mann oder einer Frau und einer Frau, werden gleichgestellt rechtlich mit einer Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, aus der Kinder hervorgehen können. Und man versucht im Grunde genommen somit, die traditionelle Familie, wie wir sie kennen, zu zerstören. Und das ist das Gefährlichste, was einer Gesellschaft passieren kann. Dass es nicht mehr um den Nachwuchs in der Gesellschaft geht, sondern es geht nur noch um was? Es geht nur noch um Gelüste. Und wenn eine Gesellschaft dort angelangt ist, dann läuft diese Gesellschaft Gefahr, den Bach herunterzugehen, sich selbst zu vernichten, sich selbst zu zerstören, zu zerbröckeln und am Ende unterzugehen. Und deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala hier diese harte Strafe, diese harte Ei, die plötzlich kommt, die aus dem Nichts. Und wie viele Stehende lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn und seiner Gesandten auf, worauf wir sie einer strengen Abrechnung unterzogen und mit entsetzlicher Strafe straften. Weshalb? Weil sie sich nicht an die Gebote Allahs gehalten haben, sich nicht an die Fitra gehalten haben, mit der Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hat. Die Folgen von solchen Handlungen, auch von komplett offener Sexualität, dass ich leben kann, wie ich möchte, egal wie, Hauptsache ich kann meinen Gelüsten folgen. Die Folge dessen sind nicht nur auf mich beschränkt, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht so hart darüber, weil er uns aufzeigen möchte, schau mal, dein Handeln zwischen dir und deiner Frau, wenn du dich nicht an die Gebote Allahs hältst, dann sorgst du dafür, dass Kinder in der Gesellschaft aufwachsen, die nicht mehr ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht werden können, weil sie nicht richtig erzogen wurden, weil sie nicht ausgeglichen sind, weil sie nicht das Gefühl haben, sie haben einen Vater, eine Mutter, die sich lieben, sondern nur einen Vater, eine Mutter, die sich hassen. Und Kinder, die aus solch einer Beziehung kommen, sind gestörte Kinder, die große psychische Probleme haben, weil sie in solch einer toxischen und giftigen Atmosphäre aufgewachsen sind. Und das zeigt noch einmal die Verantwortung von Vater und Mutter in der Gesellschaft. Das ist keine kleine Verantwortung, sondern die große Verantwortung. Deshalb sagt Allah Ta'ala was? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wo ihr glaubt, schützt euch selbst und eure Familien vor dem Höllenfeuer. Das ist keine kleine Verantwortung. Allah Ta'ala, er wird dich nach deiner Verantwortung befragen. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Jeder von euch ist ein Hirte. Und jeder ist verantwortlich für seine Herde. Farrajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyyati. Der Ehemann ist verantwortlich für die Angehörigen seines Hauses und er ist ein Hirte für die Angehörigen seines Hauses und er wird nach seiner Verantwortung gefragt. Wal mar'atu mas'ulatun fi bayti zawjiha. Und die Frau ist eine Hirtin im Hause ihres Ehemannes und verantwortlich für ihre Herde. Jeder von euch ist ein Hirte und jeder ist verantwortlich für seine Herde. Subhanallah. Was für eine Ayah, die plötzlich kommt, uns aufzuzeigen, wie gewaltig diese Angelegenheit ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Habe ich eine Ayah vergessen? Warte mal, ich bin jetzt gerade. Nee. Ich ganz eine Sekunde. Genau, richtig. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Da kosteten sie die schlimmen Folgen ihres Verhaltens. Und das Ende ihres Verhaltens war nur Verlust. Sie haben alles verloren. Alles, was Allah ihnen gegeben hat, haben sie verloren. Am Grund dessen, weil sie sich nicht an das gehalten haben, was Allah von ihnen verlangt hat. Sich nicht an die Fitra gehalten haben, mit der Allah sie erschaffen hat. Sich nicht an die Gebote gehalten haben, wie man umgehen sollte miteinander. A'adda Allahu lahum 'adaban shadida. Allah hat für sie strenge Strafe bereitet.
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا. So fürchtet Allah, o die ihr Verstand besitzt und die ihr glaubt. Nicht nur Glaube, sondern Glauben mit Verstand. Allah subhanahu wa ta'ala, er verbindet hier was? Den Glauben mit Verstand. Derjenige, der einen Verstand hat und derjenige, der glaubt, der muss etwas dagegen tun. Der muss sich dagegen einsetzen. Und hier ganz, ganz wichtig, es ist auch unsere Verantwortung als Muslime, uns gegen diese negativen Entwicklungen, die wir heutzutage haben in der Gesellschaft, zu stellen, unsere Stimme zu erheben. Ich weiß, es ist nicht einfach. Häufig ist man Außenseiter, wenn man bestimmte Dinge anspricht, bestimmte Themen anspricht. Aber es liegt auch in unserer Verantwortung. Und es liegt auch in meiner Verantwortung, meine Kinder aufzuklären diesbezüglich. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird mich nach dieser Verantwortung befragen. Und deswegen, فَاتَّقُوا ya uli الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا. Fürchtet Allah, o die ihr Verstand besitzt und die ihr glaubt. قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. Allah hat ja zu euch eine Ermahnung herabgesandt. Den Koran. Im Koran steht alles drin. Im Koran steht drin, was richtig und was falsch ist. Also haltet euch daran. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Einen Gesandten, der euch Allahs Zeichen verliest, die alles klar machen, um diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, aus den Finsternissen ins Licht herauszubringen, hinauszubringen. Das ist der eigentliche Zweck des Korans. Warum Allah da den Koran herabgesandt hat? Damit wir wissen, wie wir handeln sollen. Damit wir eine Anleitung in unsere Hand bekommen, an die wir uns halten sollen und die am Ende ein Licht ist für uns. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Und wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, dem wird er in Gärten eingelassen durch Eid von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Allah hat ihm damit eine schöne Versorgung gewährt. Allah macht es jetzt am Ende nochmal schmackhaft, sich an seine Gebote zu halten. Schmackhaft die Grenzen Allahs einzuhalten. Schmackhaft für den Mann, dass er der Frau auch in einem Fall der Scheidung ihre Rechte gibt. Schmackhaft für die Frau, dass sie im Falle einer Scheidung ebenfalls die Grenzen Allahs einhält. Weil Allah den Menschen nämlich damit belohnen wird, und zwar mit dem besten überhaupt, mit der besten Versorgung überhaupt, nämlich mit dem Paradies. Und Allah Ta'ala, er schließt das Ganze ab dann mit einer Ayah, welche auf seine Allmacht hindeutet und hinweist, dass jeder Mensch, der in irgendeiner Weise glaubt, er könnte einem anderen Menschen Unrecht tun, er könnte ihn unterdrücken. Ich als Mann kann meine Frau unterdrücken. Ich als Frau habe jetzt sozusagen die Möglichkeit, den Richter dazu zu bringen, meinem Ehemann etwas auszuwischen und ihm die Kinder wegzunehmen. Sollte immer wissen, dass über dir Allah steht und Allah dich zur Rechenschaft ziehen wird. Und Allah ganz genau weiß, was du tust. Und Allah Ta'ala am jüngsten Tag dich dann auch dafür zur Rechenschaft zieht. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in der letzten Ayah, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun. Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab. Warum? لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Allah hat das herabgesandt, damit wir dieses Bewusstsein haben. Ah, ich werde zur Rechenschaft gezogen. Auch wenn ich zu Hause allein mit meiner Frau bin, ihr Unrecht tue. Oder ich als Frau meinem Ehemann Unrecht tue. Und keiner ist anwesend, keiner bekommt das mit, weder in der Moschee, noch meine Freunde bekommen das mit, noch meine Eltern bekommen das mit. Keiner weiß davon. Aber sei dir sicher, Allah weiß es. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen, am jüngsten Tag, weil er nämlich der Allwissende ist. Und somit schließt Allah ta'ala Surat al-Talaq ab. Gewaltige Sura mit vielen wichtigen Ahkam, in denen es um die Rechte der Frau bei einer Scheidung ging. Und wo Allah Ta'ala in erster Linie an unseren Iman und unser Gewissen appelliert, dass wir alles richtig machen. Also wirklich, wenn wir das beherzigen, was Allah hier sagt, dann hätten wir viel weniger Probleme. Und ich glaube, diejenigen, die verheiratet sind, wissen, wovon ich rede, oder? Ja, wenn es zu Problemen kommt zu Hause, dann ist ganz einfach mal Grenzen zu überschreiten. Ja? Das weiß jeder, der verheiratet ist, und auch jeder, der vielleicht schon mal sogar eine Scheidung hinter sich hat,
weiß, wovon ich rede und weiß, wie schwierig solche Situationen sind und wie wichtig es ist, sich dann an die Gebote Allahs zu halten, damit man niemandem Unrecht tut. Möge Allah Ta'ala unsere Familien bewahren und unsere Ehen von denjenigen, die verheiratet sind, segnen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unsere Kinder bewahren und jedem, der noch nicht verheiratet ist, einen rechtschaffenen Ehepartner schenken, mit dem er harmonisch die Ehe führen kann. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wa la asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum.